Name war? Tino Sachse von Tino der Ortspolizei in Markleberg. Ah, okay, alles klar. Also der Name ist Programm hier, Sachse. Sachse, ja, ja. Sachse. Falls man sich nicht mehr merken kann. Dann ja. Fangen wir mal an. Also, wir sind hier in Markleberg am XXL Paddle Festival. Neben mir steht Tino Sachse von der Wasserschutzpolizei. Wasserschutzpolizei, genau. Wasserschutzpolizei Sachsen-Markleberg. Und er wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten oder ein, zwei Fragen beantworten rund um das Thema, wie sieht es aus mit, müssen wir unsere Boards beim Paddeln benennen, brauchen die irgendeinen Rufnamen, wie sieht es aus, was für Regeln gibt es auch für unser Stand-Up-Paddler, und da bin ich mal gespannt, was es so von offizieller Seite für uns gibt, weil wir sind ja teilweise auch auf Bundeswasserstraße unterwegs, ist einfach ein spannendes Feld, ne? Und viele wissen es nicht, deswegen wäre es mal schön zu hören. Genau, ja, das ist ja so, dass die Stand-Up-Paddles in solche quasi jetzt nicht mehr nur noch ein Phänomen sind, sondern tatsächlich echt im Wassersport angekommen sind. Genau. Und jeder damit irgendwie schon mal was zu tun hat, entweder selber eins besitzt oder schon mal mindestens eins gesehen hat, und dann ist es natürlich so, dass die auch eine rechtliche, sag mal, verkehrstechnische Regelung, Einklassifizierung haben, und da hat der Bund, also der im Prinzip ist das ja das Wasserschifffahrtsverwaltung, ja, dann irgendwann mal sich durchgerungen, die einzuklassifizieren wie diese sogenannten Surfboards quasi, also sind dem gleichgestellt, und dennoch bleiben die natürlich als Kleinfahrzeuge klassifiziert und unterliegen dieser Kleinfahrzeugregelung, da sie ja die 20 Meter in der Regel nicht übersteigen, ne? Muskelbetrieben sind, also das wäre jetzt interessant für die ganzen Vorfahrtsregeln, und natürlich sind die dann kennzeichnungspflichtig, sofern es denn beispielsweise die Nachtzeit erreicht hat, dann brauchen die für die berühmte weiße Toplicht. Das weiße, ne? Rundumlicht, ja. Genau. Wobei das jetzt auch, ich sage jetzt mal ganz plump, vier Stirnlampen würden es auch tun, oder meinetwegen vorne und hinten oder sowas. Ja. Wobei mir jetzt tatsächlich im richtig dunklen in Stand-Up-Paddle-Fahrer, Paddleboard-Fahrer noch nicht begegnet ist. Und ich bin tatsächlich, würden wir jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Es gibt Situationen, wo man einfach auch im Zeitplan hintenher hängt. Das absolut. Muss man halt dann einplanen. Das gehört aber zur Tourenplanung dazu. Das machen, da geben wir ja auch immer gerne Tipps dann dazu. Ja. Dann muss man sich halt darauf vorbereiten, dass es die Eventualität geben könnte. Ja. Aber klar, die meisten paddeln tagsüber, ist verständlich. Ne? Ja, und dann, wie gesagt, wenn man dann mal irgendwie eine Tour dann doch zu lange geplant hat, tut es vielleicht dann auch mal ein Handylicht, wenn es dann mal ist und mal die letzten 5 Minuten noch in der Dämmerung fährt. Ja. Dann denke ich, hat die Wasserschutzpolizei da auch für Verständnis. Man kann ja wahrscheinlich auch das dafür argumentieren, dass man jetzt zum Beispiel aus ihr Gründen was nicht so funktioniert hat, wie es geplant war. Ne? Genau, also, so schaut es aus. Meistens hat er ja dann schon den ganzen Tag irgendwo langer Zeit verbracht. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt. Wie schaut es mit der Kennzeichnungspflicht? Sie haben es vorhin angesprochen. Genau. Wie ist es da? Weil da hatten wir zum Beispiel schon mal so eine interessante Ausmeldung, ja, müssen mit so und so hohen Lettern an Bord beschriftet sein. Und dann hieß es, habe ich gesagt, naja, aber bei den Boards ist ja der Süllrand, also die Seite ja fast halb unter Wasser, das geht gar nicht. Und dann hieß es, ja, dann muss halt eine Plakette oben drauf genietet werden. Geht auch nicht bei einem Inflatable. Also das ist so ein Spannungsfeld, wo es interessant ist. Wie ist es da eigentlich? Wie sieht es da aus? Also es ist natürlich klar, dass das Freibord von so einem Stand-Up-Paddle wenige Zentimeter sind. Und was die Kennzeichnung allgemein betrifft, spricht man ja immer von diesen 10 Zentimetern und sowas. Ja. Weil es diese Kleinfahrzeuge betrifft, ob es jetzt Wanderboote sind oder ein gewöhnliches Baumarkt-Schlauchboot. Ja. Und auch da sind die Stand-Up-Paddles den Surfbrettern tatsächlich wieder einklassifiziert und sind befreit von dieser Kennzeichnung. Allerdings das, was Sie schon vorhin angesprochen haben, dass diese Eigentümerplakette, das ist natürlich, die ist echt empfehlenswert, da ist tatsächlich logischerweise mit dem Verkehrsaufkommen natürlich auch wieder mehr wird, dass die irgendwo herrenlos in die Hände der Polizei oder von wem auch immer gefunden werden, und das lässt sich natürlich super zuordnen, wenn es da eine Eigentümerplakette gibt. Also Eigentümerplakette ist im Prinzip, ihr braucht zum Beispiel so einen Koffertag an Bord hinten dran oder eine Visitenkarte, auch einlaminiert würde auch gehen im Prinzip. Also so wurde es uns bis jetzt gesagt, wo halt draufsteht, ihr seid der Halter von dem Board, das ist die Adresse. Wichtig auch, wenn möglich, die Handynummer mit draufschreiben, dass im Falle, euer Board kommt abhanden, ihr fallt ins Wasser, Wind bläst weg, dass dann eben zum Beispiel Rettungsdienste sofort zuordnen können, das ist die Person zu dem Board, rufen wir an,
ist eine Rettungskette erforderlich oder nicht, dementsprechend. Genau, das ist eigentlich das Hauptargument. Wollen wir jetzt eine Rettungskette anschieben oder nicht, ist es tatsächlich nur verloren gegangen. Ja. Und wir müssen nicht noch den Paddler dann auch noch irgendwo suchen. Ja. Genau, okay. Genau. Ja. Also das sind so die Hauptregeln. Wie ist es jetzt eigentlich bei Schleusen? Da gibt es ja auch mittlerweile eine Neuregelung, die so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Also geschleust werden dürfen wir ja nicht mit Standardboards, was sinnvoll ist aus unserer Sicht auch. Wie ist es denn, da gab es ja so eine Mitteilung vom Betretungsverbot des Schleusengeländes. Es ist nur, die Umtragungsstellen sind ja immer auch meistens auf dem Schleusengelände. Das ist so eine Herausforderung für uns, wo wir nicht genau wissen, wie geht es damit um. Also gibt es da von Ihrer Seite, wissen Sie da was? Oder wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Ja. Dann machen wir uns da nochmal jetzt direkt nochmal bei der Bundesschifffahrtsbehörde schlau zu dem Thema. Ja. Weil das ist so wirklich ein Thema, was wir wissen, es gibt viele Wanderfahrer draußen jetzt, die also mit dem Board paddelnd wandern, nicht mit dem Kajak. Und da ist jetzt so wirklich so ein Spannungsfeld aufgetreten, wo auf einmal heißt, ja, es ist ein Betretungsverbot da, Schleuse. Das ist eigentlich dem geschuldet, dass man nicht in die Schleusenkammer einfährt. Ja. Blöde ist aber, dass die Umtragungsstellen immer auf Schleusengelände sind meistens. Und das ist so ein leichtes Spannungsfeld. Also bis jetzt haben wir nichts Negatives gehört. Also unsere Erfahrung ist, sagt keiner was, da rauszugehen. Aber da haben Sie da was? Ich spreche jetzt mal für die Schleusen, die wir hier so im Leipziger Bereich haben. Das sind in der Regel tatsächlich Selbstbedienungsschleusen. Und wie du schon gesagt hast, die Umtragestellen sind tatsächlich auf dem Gelände, beziehungsweise ist das einmal die kürzeste Strecke. Mhm. Und der gesunde Menschenverstand unterstellt natürlich auch den Standard-Paddler, wenn es denn ein lokales Verbot gäbe, dann ist es mit Sicherheit auch ausgeschildert, weil wir ja auch sehr viele Schilder mögen in Deutschland und sehr viele Verbote auch sagen wir, plakatieren. Ich denke nicht, dass das jetzt ein großes Problem ist. Und selbst wenn das jetzt eine Schleuse wäre, die mit Bedienpersonal wäre, wie es in den Wald hineinschallt, schallt es auch wieder raus. Wenn ich dann einfach sage, das ist mein kürzester Weg, ist das alles gut. Ja, aber jetzt nochmal als Final natürlich nochmal darauf hinweisen, dass Befahren mit Standardpaddeln in der Schleuse, auch im Vorbereich, ist tatsächlich untersagt. Und dann wird mich mit Sicherheit auch Schleusenpersonal ungemütlich, wenn es denn doch jemand mal probiert. Ja, definitiv bin ich auch, da stehen wir auch dahinter. Nichts mehr zu suchen. Ja, genau. Also das ist wirklich auch echt lebensgefährlich dort. Das muss man ganz klar sagen. Spätestens, wenn ihr auch eine Leash tragt, das ist Bewegtwasser. Eine Leash am Bewegtwasser ist eh immer sehr kritisch zu sehen. Und da muss man aufpassen. Wobei, die Kollegen am Rhein zum Beispiel, wissen wir, die achten darauf, dass man eine Leash trägt. Mhm. Aber man muss sie am Gürtel mit dem Schnellauslöser haben, dass man sich im Zweifelsfall vom Board trennen kann, weil sonst ist es tödlich. Es gab vor 2 Jahren einen Fall auf der Elbe bei Pirna oben, wo jemand eben an einer Boje gekentert ist. Board auf die eine Seite, er auf die andere Seite und dann hat man keine Chance, am gestreckten Bein unten die Leash zu lösen. Deswegen immer, wenn auf Flüssen und Schleusen sind auf Flüssen, immer mit einer Schnellauslösung auf jeden Fall am Bauchgürtel tragen. Genau so. Genau. Alles im Konzentrat schon zusammengefasst. Perfekt. So soll es sein. Ja. Deswegen suchen wir die Diskussion und deswegen sagen wir auch, wir versuchen das einfach gemeinsam irgendwie das Beste aus diesem tollen Sport zu machen. Genau. Und so jeder hat seinen Spaß irgendwo auch. Ne? Herr Sachse, danke für dieses tolle Interview jetzt. Kurz Interview, spontan Interview. Und genau, ihr wisst ein bisschen mehr. Wir sehen uns auf dem Wasser. Wir sehen uns auf dem Wasser, genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Super, danke. Ja, gerne. Ihr wollt keine Neuigkeit verpassen? Dann abonniert unseren YouTube-Kanal oder schaut bei uns auf dem Blog vorbei. Natürlich freuen wir uns über jedes Daumen hoch von euch.